Herzlich willkommen zu Stay at Home mit der Klassikstiftung, Folge Nummer 7, heute aus dem Park an der Ilm. Aber nicht wie gewohnt, wie ihr es gewohnt seid, live, sondern heute per Aufzeichnung. Denn uns ist am Mittwoch ein kleines Missgeschick passiert. Wir haben über 100 Leute live bei unserer Führung dabei gehabt und sehr viele Nachfragen gehabt. Allerdings hat es unser Video am Ende der Führung nicht gespeichert. Wir dachten, okay, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber wir haben sehr viele Nachfragen bekommen, wo denn dieses Video von der Parkführung sei. Und deswegen sind wir heute nochmal im Park für euch, nehmen das Ganze nochmal auf. Denn in der nächsten Woche gibt es, oder nicht in der nächsten Woche, eigentlich schon in dieser Woche, wenn ihr das seht, gibt es den Park Teil 2. Und damit ihr wisst, was am Anfang zu sehen war, kriegt ihr jetzt eben den ersten Teil nochmal zu sehen. Wir fangen hier an der Sternbrücke im Park an der Ilm. Und zwar mit etwas im Hintergrund, und zwar einem Schwan. Der Schwan war auch am Anfang angekündigt und das ist der berühmte Schwan, der auch immer vor dem Schloss spazieren geht, hier in Weimar. Vielleicht haben die ein oder anderen diesen Schwan schon gesehen. Der schläft jetzt gerade. Kirsten, die hinter der Kamera steht, versucht das einzufangen für euch. Und da gab es auch vorab eine Frage, ja, warum ist dieser Schwan denn eigentlich immer alleine unterwegs? Von Kirsten habe ich gelernt, Schwäne sind monogame Tiere und sind eigentlich immer zu zweit. Denen gefällt es hier aber auch alleine ziemlich gut und deswegen ist er immer hier zu sehen und fühlt sich da ganz wohl. Wir hatten Glück, dass er noch hier sitzt, auch bei der zweiten Aufzeichnung. Genau, richtig. Dann lasst uns mal ein Stück in diese Richtung gehen. Genau, der Park an der Ilm gehört auch zu den verschiedenen Städten der Klassikstiftung. Es ist nicht der einzige Park, sondern es gibt ganz viele andere Parkanlagen, auch in Tiefurt, im Schloss Belvedere. Also über 144 Hektar Parkflächen hat die Klassikstiftung. Und der Ilmpark ist allerdings der größte. Und, das muss ich nachlesen, der größte mit 48 Hektar und 67 Fußballfelder sind das ungefähr. Das musste ich mir auch ausrechnen, weil ich eigentlich nicht so richtig weiß, wie groß Fußballfelder sind. Oder kann es mir nur sehr schwer vorstellen. Also eine sehr, sehr große Parkanlage. Und das Wichtige ist eben, diese Parkanlage ist hier nicht zufällig entstanden, sondern das Ganze ist hier wirklich ein Gartenkunstwerk, ein Gesamtkunstwerk angelegt im 18. Jahrhundert, auch wenn es schon vorher an dieser Stelle verschiedene Gartenanlagen gegeben hat. Und verbunden sind diese Gartenanlagen häufig eben mit Schlössern. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Ihr seht hier im Hintergrund das Stadtschloss von Weimar. Eine sehr große Schlossanlage. Als ich damals zum ersten Mal hier in Weimar war, war ich verwundert, dass Weimar überhaupt so ein großes Schloss hat. Das war hier der Sitz der herzoglichen Familie. Als du hierher kamst? Als ich hierher kam. Das ist schon länger her. Das ist schon länger her. Also vor 14 Jahren war ich das erste Mal hier in Weimar. Und das Schloss ist hier tatsächlich nicht im Zentrum der Stadt, ein bisschen eben am Rand, direkt am Park an der Ilm. Und an diesen Schlössern gab es eben auch früher schon immer diese Gartenanlagen. Das Schloss, so wie wir es heute sehen, ist natürlich nicht das ursprüngliche Schloss, sondern es gab verschiedene Burg- und Schlossanlagen. Und den größten Brand gab es zuletzt 1774. Da ist das Schloss, was damals noch eine Dreiflügelanlage war, komplett abgebrannt. Und die herzogliche Familie musste sich andere Orte suchen. So ist sie zum Beispiel ins Fürstenhaus gezogen. Heute sitzt der Hochschule für Musik, die Anna Amalia, die Herzogin Mutter, ist in das Wittumspalais gezogen. Heute auch noch ein Museum der Klassikstiftung. Und deswegen passt auch immer noch Stay at Home. Man hat damals dann den Park genutzt, um auch diese Funktionen, die das Schloss hatte, nämlich zum Beispiel eine Theaterbühne zu beherbergen, Konzertsaal zu haben, die hat man dann eben auch in den Park verlegt. Und deswegen ist der Park eigentlich auch ein, ja, kann man sagen, ein Wohnort gewesen damals für die herzogliche Familie. Und das gucken wir uns jetzt mal noch ein bisschen genauer an. So, das war so ein kleiner Gag hinter dem Baum. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn wir hier uns mal diesen Park so angucken, vielleicht, Kirsten, kannst du auch mal so einen Schwenk schon mal machen. Vielleicht kann ich das wirkt das alles sehr, sehr natürlich. Aber
Ich habe schon gesagt, das Ganze ist wirklich durchkomponiert worden. Man hat ganz genau überlegt, wo, an welcher Stelle was zu sehen sein soll. Und verantwortlich für diese Parkgestaltung war damals Johann Wolfgang von Goethe, der mit gerade mal 26 Jahren hierher nach Weimar gekommen ist und dann auch kurz nach seiner Ankunft das Gartenhaus hier geschenkt bekommen hat, im Park an der Ilm. Und dann eben gemeinsam mit dem Herzog Karl August hier anfängt, diesen Park zu gestalten. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal zwei Beispiele dieser Parkgestaltung an. Und das sind zwei Quellen, und zwar Quellen der Leutra. Die Leutra ist so ein kleiner Bach, die hier entlang fließen. Die fließen dann in die Ilm, und das war auch damals schon der Fall, dass die hier lang geflossen ist. Und um jetzt diese Leutra nochmal besonders hervorzuheben und vor allem deren Quellen, hat man versucht, dann verschiedene, die Quellen eben künstlich hervorzuheben durch Kunst. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar zuerst hier an dem sogenannten Ochsenauge. Ich gehe einmal rum. Ja. Zeig euch das mal. So, das Ochsenauge ist hier eine, das ist vor allem diese Steine, die hier künstlich sich um diese Quelle herumlegen. Wenn man in die Mitte schaut, sieht man dann tatsächlich, wie das Wasser dort nach oben kommt. Das ist eine Quelle, die wirklich von ganz tief unten aus der Erde kommt und im Durchschnitt 8,5 Grad nur hat. Heute ist es ziemlich kühl und die Sonne fehlt auch. Deswegen sind hier keine Kinder, sonst wird diese Stelle auch sehr häufig zum Baden genutzt. Genau. Das war beim ersten Take so ein kleines Problem. Genau, deswegen funktioniert das jetzt mit der Aufzeichnung ganz gut. Genau. Dann lasst uns hier mal noch ein Stück rumgehen. Und hier sehen wir einen zweiten Teil dieser Quelle. Das ist die sogenannte Sphinxgrotte. Auch hier sieht man, wie das Wasser hier entlang fließt. Ganz klares Wasser, auch ziemlich kühl. Und das Besondere ist eben hier diese Figur. Das ist die Sphinx. Die Sphinx kennt man wahrscheinlich aus Asterix und Obelix, kennt man aber eben auch aus der ägyptischen Antike. Und da ist die Sphinx tatsächlich eine mythische Figur, mystisch wahrscheinlich auch. Und die Sphinx stellt man hierher, weil der Hofmaler, jetzt darf ich es nicht verwechseln, Kraus, der Hofmaler Kraus, malt ein Bild, wie er sich eben diese Parkanlagen vorstellt, und der Hofbildhauer Klauer, setzt das Ganze dann tatsächlich hier in der Parkgestaltung auch um. Und diese Sphinxgrotte ist tatsächlich ein Denkmal hier im Park, was zu den ältesten Denkmälern gehört, was heute noch überliefert ist. Ja, jetzt kann man sich fragen, warum ist diese Sphinx eigentlich hier? Vielleicht gehen wir auch noch mal ein Stück hier rüber. Diese Sphinx hat natürlich noch mal eine besondere Bedeutung. Zum einen soll sie auch zeigen, dass ja das Ganze alles, die Zeit vergänglich ist, Dinge verändern sich, und man kann die Sphinx vor allem eben dadurch, oder die Geschichte der Sphinx, durch ein Rätsel erzählen. Die Sphinx sitzt nämlich vor der Stadt Theben Mensch, löwenähnliches Wesen, entscheidet sie, wer in die Stadt kommt, und zwar danach, ob sie ein Rätsel lösen kann. Und das Rätsel ist folgendes, und zwar fragt die Sphinx die Menschen, was geht morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 Beinen und abends auf 3 Beinen? Ja, vielleicht wissen es die ein oder anderen, die jetzt sich das anschauen, was es ist. Genau, es ist nämlich der Mensch. Und auch um solche Fragen geht es hier in der Parkgestaltung, nämlich was ist eigentlich der Mensch und wie verhält sich der Mensch zur Natur? Und auch das versucht man hier in der Parkgestaltung umzusetzen. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an zwei verschiedenen Formen der Parkgestaltung an. Ja.
kam auch die Frage, ja, wer kümmert sich denn eigentlich darum, dass dieser Garten so aussieht, wie er aussieht, oder dieser Park? Und ich habe schon gesagt, die Parkanlagen gehören zur Klassikstiftung. Und die Klassikstiftung hat eine Eigenabteilung für Gärten. Und da sind verschiedene Leute, die sich darum kümmern, vor allem unsere Gärtnerinnen und Gärtner, die eben hier dann dafür sorgen, dass man hier täglich tatsächlich auch rumgehen kann, dass hier kein Müll liegt. Und ja, wir machen ein YouTube-Video, fragen die Kinder, genau. Deswegen geht es jetzt weiter. Was machen die Gärtner so hier? Die Gärtner, die sorgen natürlich dafür, dass das Gras gemäht werden muss. Müssen eigentlich auch relativ häufig dafür sorgen, dass der Müll entfernt wird, der hier manchmal liegen bleibt. Und das war auch eine Frage, ne? Auf welchen Wiesen darf man liegen? Man darf eben nicht auf allen Wiesen liegen, weil man versucht, den Park auch als Gesamtkunstwerk ja, in einem Zustand zu lassen, wie er vielleicht, oder nicht in einem Zustand zu lassen, aber in einen Zustand zu bringen, sodass man nochmal nachempfinden kann, wie dieser Park eben auch vor über 200 Jahren gestaltet war. Jetzt sind wir hier an einer relativ großen und breiten Stelle, an der sich hier wirklich so ein großer Weg aufbreitet. Und aufbreitet gibt es, glaube ich, nicht das Wort ausbreitet. Und was wir hier sehen, ist der Teil, ist der ältere Teil des Parks. Und zwar eine französische Parkanlage, ein Barockgarten. Oder das, was zumindest von der Idee des Barockgartens noch übrig ist. Und wenn ihr jetzt schon mal hier so in diese Richtung guckt, dann seht ihr, wodurch sich dieser französische Teil des Parks auszeichnet. Wir haben verschiedene Bäume, die hier wirklich parallel stehen. Der Weg ist ganz gerade, führt ganz genau in eine Richtung. Und vor allem ist der Weg sehr breit, sodass man dann ja auch das Gefühl hat, wenn man hier in der Mitte unterwegs ist, tatsächlich wirklich ganz allein auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und damals, das ist noch wichtig, bevor wir hier gleich zusammen lang gehen, waren natürlich diese Parkanlagen nicht offen für jeden. Diese Parks, ich habe gesagt, die gehörten zu den Schlössern, zu den Burgen, und damit waren sie eigentlich den Herrschenden zugänglich. Ja? Und dafür wurden diese Sachen dann auch gemacht, diese Parkanlagen. Und damit erst in dem 18. Jahrhundert versucht man dann, diese Parkanlagen auch zu öffnen. Also, und da dürfen dann auch andere Menschen hier in den Park. Aber das sind dann tatsächlich auch nur erstmal die Bürger der Stadt, und auch das ist noch sozusagen nur ein kleiner Teil der Gesamtbevölkerung. Heute sind diese Parkanlagen erstmal für jeden zugänglich und offen. Gut, dann lasst uns hier mal gemeinsam entlang gehen durch die Mitte, um vielleicht auch mal so ein bisschen Eindruck davon zu gewinnen, wie sich die Leute damals auch gefühlt haben müssen, wenn sie hier in diesem französischen Teil des Parks unterwegs waren. Man muss sich jetzt hier vorstellen, dass wenn wir von diesen französischen Parkanlagen sprechen, dass wir uns in der Zeit des Barock befinden. Also in der Zeit, in der wir auch absolutistische Herrschende haben. Und die sind, so war die Idee damals, eben nur von Gott eingesetzt. Und so versucht man eben auch, diese Parkanlagen zu gestalten, dass wenn der Herrscher hier entlang geht, zwar seine Macht spürt, ne, der hat hier ganz viel Platz, ist hier ganz allein unterwegs, und dennoch ist er aber nicht alleine, sondern da gibt es etwas über ihm. Ne, und das sollen dann diese großen Bäume eben auch darstellen, zu sagen, okay, du bist hier zwar der Herrscher, aber da steht noch jemand über dir, und das ist Gott. Und das gehört eben auch zu dieser Idee der Parkanlagen. Und das Ganze wird aber dann im 18. Jahrhundert abgelöst. Wodurch, das zeige ich euch gleich. Vorher sehen wir jetzt hier aber noch ein Gestaltungselement dieses Parks, und das ist der sogenannte Stern. Und der Stern zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier in der Mitte so eine große runde Form haben.
Und von diesem runden Platz gehen sozusagen verschiedene Wege ab und deswegen heißt das Stern. Deswegen heißt die Sternbrücke auch Sternbrücke, weil sie diesen Blick hier zum Stern hat. Genau. Und bei dem kurzen Rundumschlag, den Kirsten gerade gezeigt hat, habt ihr vielleicht auch die Bibliothek gesehen. Oder ein Teil der Bibliothek, nämlich den Bibliotheksturm. Ein Teil, der auch vielleicht in einer unserer nächsten Führungen, in unserem nächsten Format, dann vielleicht mal wieder zugänglich gemacht werden kann für euch. Also auch das, sozusagen der Blick dann direkt zur Bibliothek, ist, gehört eben auch hier zu diesem Park. Ja, dann lasst uns mal weitergehen. Wir hatten im Vorfeld eine Followerin, die erzählt hat aus ihrer Zeit in Weimar, wohnt jetzt nicht mehr in Weimar, dass sie den Park als Tankstelle gesehen hat. Das heißt, sie ist hier immerhin, wenn sie also Energie und Kraft tanken wollte. Und das ist also, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich viele Leute, die hier wohnen oder die auch nur zu Besuch sind, das ja gleich unterschreiben könnten, oder Kirsten? Gerade wenn man auch nicht woanders hin kann. Ja, genau. Das war jetzt gerade in Zeiten von Corona ein Ort, an dem plötzlich sehr viele Leute unterwegs waren. Getankt haben. Und getankt haben. Genau. Okay, mein Eindruck hier von dem Weg. Das Besondere hier dieses französischen Gartens ist eben auch, dass man eben nicht so viel Rücksicht nimmt auf die Natur selbst. Zum Beispiel sieht man jetzt, wenn man hier entlang geht, die Ilm überhaupt nicht mehr. Der Fluss wird eigentlich außer Acht gelassen und man stellt sozusagen diesen Parkteil einfach daneben. Die Bäume werden ganz parallel gepflanzt, was ja auch nicht unbedingt etwas ist, was in der Natur so vorkommt. Bestimmte Bäume werden dann auch beschnitten, damit man also ganz künstlich eingreift in die Natur. Also der Mensch hat sozusagen auch die Macht über die Natur. Und das wird eben hier auch deutlich. Warum macht man das? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich tatsächlich, um wieder diese Macht des Menschen, des Herrschers auch über die Natur zu stellen. Ja, also das ist das, was man hier hat. Und wir bleiben mal kurz hier stehen. Vielleicht kannst du hier drauf mal zeigen. Kann man das erkennen? Ja, hier sehen wir so eine Plakette mit dem Blick oder mit dem Schriftzug Hebe deinen Blick und verweile. Und das ist eigentlich schon etwas, was auf diese nächste Form der Parkgestaltung hindeutet, nämlich auf den englischen Landschaftsgarten. Und da sind ganz besonders sogenannte Sichtachsen. Und um dem heutigen Parkbesucher zu zeigen, ja, wo sind denn diese Sichtachsen, gibt es eben diese Plaketten, die ihr gesehen habt. Und wenn man hier steht und genau sich sozusagen in diese Richtung stellt, wo der Pfeil hingeht, dann kann man bis dort hinter zum sogenannten römischen Haus gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Kirsten macht alles möglich mit der Kamera, danke. Und das ist nicht Zufall, dass man von hier dieses römische Haus sieht, sondern das ist ein Gestaltungselement des Parks. Also hier hat man das wirklich so oder die Bäume so gepflanzt oder beschneidet die Bäume auch so, dass man wirklich bis da hinschauen kann. Also ja. Das wächst niemals zu. Das wächst niemals zu. Und solange unsere Gartenabteilung arbeitet. Dann wächst das nicht zu. Und wer mal hier in Weimar unterwegs ist, kann im Park wirklich mal genau nach diesen Plaketten suchen. Da gibt es mehrere davon. Ja. Und jetzt habe ich schon angekündigt, dass wir uns jetzt sozusagen in einer anderen Form der Parkgestaltung befinden. Und das ist der sogenannte englische Garten. Ja, englischer Garten deshalb, weil der sich in England entwickelt hat und der schwappte dann sozusagen im 18. Jahrhundert auf das europäische Festland und vor allem zuerst in dem Park, in dem Wörlitzer Park, Dessau-Wörlitz. Und der Herzog Karl August hier im 18. Jahrhundert in Weimar ist gemeinsam mit Goethe nach Dessau-Wörlitz oder in den Wörlitzer Park gefahren und die haben sich ganz viele Dinge abgeschaut und haben gesagt, sowas wollen wir hier in Weimar auch. Und das lässt sich eben vor allem im Vergleich ganz gut zeigen. Also Kirsten, vielleicht guckst du noch mal dahinter. Das haben wir jetzt gerade gesehen, dieser französische Teil des Parks. Und dann kommt man hier an und es öffnet sich sozusagen wieder nach da
wirklich diese ganz andere Form der Parkgestaltung. Ja? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was ihr da gesehen habt und dem, was hier zu sehen ist? Es ist vor allem, ich frage einfach Kirsten, die guckt sich das ja auch an. Was siehst du denn für Unterschiede? Wenn wir mit Schulklassen unterwegs sind, würden wir die auch fragen. Also erstmal sehe ich, dass der Felix hier immer aus dem Bild läuft. Ja. Der Vergleich noch mal kurz. Also hier ist irgendwie natürlich sehr viel offener. So. Es gibt Gras und die Bäume stehen so ein bisschen ungeordneter. Mhm. Im Vergleich zu diesem sehr straighten und rigiden Muster eigentlich da drüben. Genau. Ne? Und was hier auch auffällig ist, sind diese Wege, die jetzt eben nicht mehr so ganz gerade sind, sondern die sich hier durch die Natur sozusagen schlängeln. Man hat auch viel mehr die Natur wieder im Blick, da hinten, wo wir auch da, wo die Leute laufen. Genau, wo die Leute spazieren. Da wird der Flusslauf als natürliches Gestaltungselement in den Park mit einbezogen. Ja? Also wird nicht ignoriert, wie im französischen Teil, sondern der ist eben Teil. Jeder Baum, der hier aber wächst, der ist nicht zufällig hier, sondern der ist wirklich gepflanzt worden. Und man hat auch damals sogar so gepflanzt, dass man überlegt hat, welche Farben nehmen denn die Blätter dieser Bäume im Herbst an? Ja, so dass man wirklich hier im Herbst auch nochmal so ein ganz besonderes Farbenspiel immer mit diesen Bäumen hat. Genau. Und jetzt seht ihr hier auch so ein bisschen Bauzäune. Ihr seht hier diese Absperrung. Das ist nicht, um den Besucher hier zu verschrecken, sondern das dient vor allem dazu, dass diese Wege, die jetzt erst wieder neu gemacht worden sind, wieder durch eben die Natur, durch eine natürliche Grenze begrenzt werden können. Ne? Also hier wird eben wieder Gras gepflanzt, damit der Weg hier wirklich durch Grün wieder eingefasst wird. Und wenn das dann wieder richtig gewachsen ist, können diese Dinge dann auch wieder von unseren Gärtnern und Gärtnerinnen entfernt werden. Und das Gleiche gilt auch für die großen Bauzäune. Ja, und wenn wir jetzt hier sind, haben wir auch den Blick eben noch mal kurz auf das Gartenhaus von Goethe, der eben hier mit 26 Jahren nach Weimar kommt und in diesem Gartenhaus mitten im Park an der Ilm einzieht. Übrigens gibt es das Gartenhaus auch bei Stay at Home. Das war, glaube ich, die Folge Nummer 4. Also guckt da ruhig auf dem YouTube-Kanal noch mal nach, auch zu den anderen Videos. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr das anschaut. Ich bin auf jeden Fall sehr gern hier an diesem Ort zum Spazieren, aber auch für Führungen, weil es tatsächlich auch sehr spannende Sachen im Park zu erzählen gibt. Und es gibt so viele spannende Sachen zu erzählen, dass das eben heute nicht ausreicht, sondern dass es einen zweiten Teil geben muss. Und da freuen wir uns, wenn ihr auch am Mittwoch wieder einschaltet zur nächsten und auch letzten Folge, bevor es dann sozusagen ein neues Format für euch auf Instagram geben wird. Und da zeigen wir euch den westlichen Teil des Parks, um eben noch so ein paar andere Geschichten und interessante Facts euch weiterzugeben. Also dann wünschen wir euch hoffentlich so viele schöne Orte, wie es auch hier im Park an der Ilm gibt, und kommt natürlich nach Weimar oder wenn ihr hier seid, guckt euch den Park genauer an. Also bis bald, macht's gut!